Der BFC beim Tabellenführer Charlottenburger SC in der ersten Minute die erste, einzige und beste Chance in der ersten Halbzeit für den BFC. Eine tolle Kombination über drei Stationen. Ja, das konnte sich sehen lassen. In aussichtsreicher Position vergibt Tim Klatt zweimal. Eine tolle Parade von Dynamos Keeper Abbes. In der 21. Minute. Diesmal Tim Klatt lässt Marvin aussteigen und hebt über Abbes hinweg zum 1:0 für Charlottenburg. Allein. Noch einmal in der Zeitlupe der schöne Pass an die Schnittstelle auf Tim Klatt. Und ein gefühlvoller Heber über Abbes, der an diesem Treffer wirklich nichts halten konnte. Die zweite Halbzeit auch ganz im Zeichen der Charlottenburger. Im Anschluss einer Ecke mit der Nummer 5 Ehren Arek mit der großen Chance links am Pfosten vorbei. Inzwischen die 50. Minute angebrochen. Der Öf Koller Ekane, Charlottenburgs Dreier. Oh ja. Ja, 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 ja. Der war ja so lange zu sehen in der Luft, oh, das gibt's nicht. Ein gut vorgetragener Angriff über die rechte Seite. Eine gefühlvolle Flanke. Ein perfekter Kopfstoß von Türkürer. Eine verdiente 2:0-Führung. Dann die 65. Minute. Ein zielstrebig vorgetragener Angriff wird durch Jeremy mit der Nummer 12 erfolgreich abgeschlossen. In der Wiederholung nicht zu sehen, aber ein Doppelpass mit einem Charlottenburger Spieler bringt Jeremies in die Situation. Und der Torsteher, scheinbar von der Sonne geblendet, musste den Ehrentreffer zulassen zum Endstand von 2:1 für Charlottenburg. Am 28. November ganz andere Verhältnisse. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch tabellarisch gesehen. Für den BFC sieht es noch etwas günstiger aus, jedoch die Frohnauer tief im Keller stehend. Ein wichtiges Spiel, sowohl für die Platzherren BFC als auch für die Gäste aus Frohnau. Der Winter gab eine kurze Stippvisite, der Platz glatt und schwer bespielbar, wie man sieht. Beide Teams hatten ihre Schwierigkeiten mit dem Geläuf. In dieser Szene verletzt sich mit der Elf Leon Walter. Wieder doch ein paar Kabinettstückchen. Ist natürlich was für Techniker, auch dieser Boden. Leistungsgerecht 0:0 zur Halbzeit. Für den neutralen Beobachter kein allzu gutes Spiel. Es war von der Spannung geprägt. Wie schon eingangs erwähnt, die drei Punkte wären für jedes Team sehr, sehr wertvoll. Und jetzt ein weiter Abschlag. Jumbo mit der 14 kann ihn erlaufen, wird leider etwas weiter rausgetragen, schießt ab am Tor vorbei. Aber in der 40. Minute eine Szene, die für Gesprächsstoff sorgen wird. Der Frohnauer Anhang war mit der Entscheidung des Schiedsrichters Anton Stein nicht zufrieden. Natürlich haderten die Spieler des FC Frohnau mit der Entscheidung. Die BFC-Spieler fielen sich in den Arm. Die Wiederholung gibt nicht unbedingt Aufschluss über den Verlauf dieser Szene. Man kann nur erahnen, dass der Torsteher den Ball nicht fest in seinen Händen hielt. Beide Teams bemühten sich, so gut es ging. Im Großen und Ganzen ein faires Spiel. Das Bemühen war da, aber vieles war auch den Platzverhältnissen geschuldet. Die größte Möglichkeit zum Ausgleich hatte Frohnau in den letzten Spielminuten. So dicht lagen wieder Glück und Pech nebeneinander.
Wenig später der Schlusspfiff des Schiedsrichters. Wichtige 3 Punkte für den BFC und schmerzhaft für den Frohnauer SC.